Wähle eine Tür. Die rechte. Nein, das ist meine Tür. Nimm eine andere. Was ist dein Problem? Du hattest recht. Das ist deine Tür. Hast du ein paar böse Jungs hinter deiner Tür? Ja, Fast and Furious Hobbs and Shaw ist ja die 9. Folge dieser sehr erfolgreichen Action-Komödie. Und man erwartet eigentlich was völlig anderes als das, was dann letztlich zu sehen ist. Zutritt verweigert. Zutritt verweigert. Weil die Zeit der getunten Autos scheint vorbei zu sein. Man sieht nur noch sehr wenig Verfolgungsjagden. Stattdessen fokussiert sich der ganze Film so ein bisschen mehr auf den Nahkampf. Und das Schöne ist, dass es eine sehr coole Heldin gibt. Vanessa Kirby spielt die. Und die krempelt die ganze Handlung so ein bisschen um. Ihr solltet vielleicht... Macht ihr das, was ich vermute? Ja. Überlebenschance? 60-40. Na dann mal los. Naja, 2001 kam der erste Film raus und da ging es eben um junge Männer, die voller Begeisterung ihre Autos tunen und sich irgendwelche illegalen Autorennen liefern. Das, was wir jetzt zu sehen bekommen, ist ein Spin-off. Wenn wir drei nicht zusammenarbeiten, sterben Milliarden Menschen. Diese beiden Hauptcharaktere, Hobbs und Shaw, werden gespielt von Dwayne Johnson und Jason Statham. Die sind schon in den vergangenen Folgen von Fast and Furious immer mal wieder aufgetreten, sind aber eher so Nebencharaktere und werden jetzt eben in den Mittelpunkt gerückt. Die beiden kommen eigentlich am Anfang überhaupt nicht miteinander klar und wollen auch nicht zusammenarbeiten, aber es gibt dann eben einen ziemlich machtvollen Antagonisten, Brixen heißt der, und der wurde praktisch in eine Killermaschine verwandelt. Den haben die sozusagen aufgeschnitten und ihn so machtvoll entwickelt, dass man nicht so leicht gegen ihn ankommt. Das heißt, sie müssen zusammen kämpfen gegen ihn, sie müssen sich zusammentun. Der Böse. Die Mission ist aufgeflogen. Wir brauchen also Hilfe. Die Story ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Da geht es dann um einen Virus, der die ganze Menschheit vernichten könnte. Sie müssen dafür auch noch nach Samoa reisen, in die Heimat von Hobbs. Das steht eigentlich nicht im Vordergrund des Films. Diese ganze Geschichte ist ein Geplänkel, was eigentlich um diese Kampfszenen und diese Verfolgungsszenen herumdrapiert wird. Wir brauchen Autos und Waffen. Mama, wo sind die ganzen Waffen? Ich habe sie entsorgt. Sehr nobel, Mrs. Hobbs. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Das ist untertrieben. Dann eben oldschool. Was ich ganz schön fand, war, dass man eben Vanessa Kirby wirklich beim Kämpfen sieht, dass man sie sieht, wie sie mit den Mitteln einer Frau auf mehrere relativ starke, große Männer zugeht und die dann eben angreift. Und das sieht man in der Form, glaube ich, nicht so oft. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte ja relativ geringe Erwartungen an diesen Film. Ich bin reingegangen und dachte mir, das muss jetzt wohl sein, die nächsten 2 Stunden. Aber es war dann doch so. Ich musste dann zugeben, das eine oder andere Mal habe ich schon mich relativ gut amüsiert. Es war immer wieder ganz lustig, aber eben auf so eine alberne Art und Weise. Man darf sich, glaube ich, nicht allzu viel davon erwarten. Jetzt oder nie? Ich bin eher der Jetzt-Typ, wie du weißt. Also auf 3. Sicher. 1, 2, 3. Ja. Mir sagt niemand, was ich tun soll. Was man vielleicht am ehesten noch positiv hervorheben kann, ist, dass die Rolle von Vanessa Kirby wirklich durchgeplant war. Also man kann sich mit dieser Frau identifizieren, die ist cool, die ist absolut selbstständig, die macht ihr Ding und lässt sich von den Männern, die eigentlich eher so lustig alberne Rollen haben, gar nicht reinreden. Und solange man sich an die hält und sich abschaut, was man so für Kampftechniken als Frau anwenden kann, kann man es, glaube ich, auch genießen, das Filmerlebnis. Nein, das ist nicht gut. Wir machen eine Spritztour. Willkommen auf meiner Insel, Mother. Allow me to reintroduce myself. My name is...